Herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe der Star Wars News hier auf Star Wars News. Das Format Star Wars News wird es momentan einmal im Monat geben, wenn es sehr gut ankommt, vielleicht auch jede Woche. Die heutigen Themen sind Alden Ehrenreich als Han Solo, Luke vs. Snoke in Episode 8, ein japanisches Poster leakt die Story von Episode 8, die Zusammenarbeit von DICE und EA Motive mit den Autoren von diversen Star Wars Büchern und die Seite Vanity Fair leakt die neuen Outfits der Schurken und Helden aus Episode 8. Im Mai 2018 erscheint bekanntlicherweise der erste Spin-off zu Han Solo. Es ist nicht neu, dass Alden Ehrenreich den jungen Han Solo verkörpert. Jetzt sehen wir erstmal Bilder, die Alden Ehrenreich am Set des Spin-offs zeigen. Chewie, wir sind zu Hause. Im Star Wars Forum The Cantina ist nun ein offizielles Poster zu Star Wars Episode 8 aufgetaucht. Auf den ersten Blick nichts Interessantes. Schauen wir uns aber das Poster genau an, dann sehen wir weiter und einen japanischen Text. Es könnten jetzt mögliche Spoiler vorkommen. Übersetzt bedeutet der Text folgendes. Zitat: Die schockierendste Wahrheit in der Geschichte von Star Wars wird bald enthüllt werden. Eine neue Generation, eine Geschichte über Licht und Dunkelheit, Tugend und das Böse hat mit dem Tod von Han Solo seinen Anfang gefunden. In einer Welt, in der die First Order und der Widerstand einen Krieg gegeneinander ausfechten, ist die Macht der Heldin Rey erweckt worden. Was wird mit der Galaxis geschehen, wenn Rey die einzige Überlebende der Jedi-Ritter ist? Kylo Ren ist der dunklen Seite der Macht verfallen und hat seinen Vater Han Solo ermordet. Wohin werden ihn seine Ambitionen des Nachfolgers seines Großvaters Darth Vader und das hochrangiges Mitglied der First Order führen. Außerdem wird sich Kylo Rens Mutter und Widerstandsanführerin Leia mit Poe Dameron, Finn und BB-8 auf eine neue Mission begeben. Die Story hat endlich ihren Anfang gefunden und wird sich bis hin zu einem mysteriösen Finale steigern. 15. Dezember. Sei bereit für eine schockierende Wahrheit, die alle bisherigen Geschichten übersteigt. Die wohl vertrauenswürdigste Seite, wenn es um Leaks geht, ist die Seite MakingStarWars.net. Diese veröffentlichte einen Beitrag, in der sie erklärten, dass Luke in Episode 8 gegen Snoke kämpfen wird. Das sind große Worte. Man muss natürlich sagen, dass die Seite sehr oft vertrauenswürdig ist und sehr oft mit ihren Leaks richtig liegt. Als Battlefront von 2015 angekündigt wurde, sagte die Seite sofort, dass die Klonkrieger mit dabei sind, was sich aber als falsch herausgestellt hat. Mehr werden wir spätestens am 15. Dezember erfahren, wenn Episode 8 in die Kinos kommt. Ich kenne nur eine Wahrheit. Die Zeit der Jedi ist zu Ende. Star Wars, die letzten Jedi. Lucasfilm gab in einem Interview mit Inside PlayStation bekannt, dass sie mit den Autoren der Bücher Aftermath, Lost Stars und Shattered Empire für die Story von Battlefront 2 zusammengearbeitet haben. Da alle drei Bücher zwischen Episode 6 und 7 spielen und die Kampagne ebenfalls zwischen diesen Episoden spielt. Und zu guter Letzt, die Seite Vanity Fair hat nun mehrere Bilder zu den Kostümen der Charaktere von Episode 8 veröffentlicht. Hier sehen wir unter anderem die neuen Outfits von Kylo Ren, General Hux, Poe Dameron, Finn, einer unbekannten Frau und wir sehen Captain Phasma ohne Helm. Lucasfilm hat bestätigt, dass die Bilder bzw. die Magazine kein Fake sind. Das war's dann auch schon mit der ersten Episode der Star Wars News. Alle Links zu den Infos findet ihr natürlich auch noch einmal in der Videobeschreibung, wenn ihr das Ganze noch einmal nachlesen wollt. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich wie immer über ein Like und ein Abo freuen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und in diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Video und möge die Macht mit euch sein. Tschüss!